Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu Space Marine 2. Eine neue Folge, wahrscheinlich auch die letzte Folge vom Story-Modus zumindest. An der Stelle erstmal Dankeschön an alle Unterstützer und Supporter. Freut mich, dass ihr treu geblieben seid dem Projekt und mir. Und dass ihr euch auch beteiligt habt in den Kommentaren mit den Likes. Und ich würde sagen, genau, wir beenden jetzt diese Schändung. Let's go. Ich habe ja gesagt, letzte Folge für den Story-Modus. Sehr wahrscheinlich. Es gibt aber noch den, wie heißt der nochmal? Einsätze-Modus, den Koop-Modus, PvE-Modus, wo wir auch schon gesehen haben, es Überschneidungen gibt zu diesem Story-Modus. Hättet ihr Bock, dass wir das auch nochmal abchecken zumindest, vielleicht sogar durchzocken? Es sind ja, glaube ich, nur 6 Missionen oder so. Lasst mich das gerne mal wissen in den Kommentaren. Gerne auch ein Like da lassen natürlich, so oder so, immer unterstützen. Ja, je mehr Beteiligung, desto besser ist es ja. Und so als Zeichen, oh Mann, das Projekt hat schon richtig Bock gemacht, aber gerne noch weiterführen, weil ich habe keine Lust, dass es endet. So. Da werden wir erstmal aufräumen hier. Ja, wo ist er? Hat er sich wegteleportiert, die Sau? Ja, da ist er. So, komm. Du musst jetzt drauf gehen. Hammer geil. Hau den weg. Was ist der letzte? Kein Fluch ist finster genug für diese Verräter. Habt Vertrauen, Bruder. Wir geben ihnen, was sie verdienen. So sieht's aus. Nice. Erbärmliche Hexerei. Okay. Haben wir hier irgendwie vielleicht ein bisschen Munition oder irgendwie oder was? Das wäre super, Mensch. Das wäre echt super. Ich muss auch sagen, ey. Achso, genau. Ich hatte das. Hatte ich das beim letzten Mal gefragt? Ich frag's einfach nochmal. Was ist euer Lieblings-Warhammer-Game? Ballert es mir gerne mal bitte in die Kommentare. Ich habe jetzt nochmal nachgedacht und ich glaube, mein allererstes Warhammer-Game ist wahrscheinlich wie bei vielen anderen Dawn of War. Für den PC damals. Ich habe es auf jeden Fall gespielt. Ob ich es selber hatte oder beim Freund, weiß ich jetzt nicht mehr. Genau. Ich weiß es nicht genau. Aber das war auf jeden Fall das erste, aber das habe ich ja gar nicht realisiert. So richtig. Eine Täuschung. Spart eure Munition für den Echten. Ja. Ich habe genug davon, sein Phantom zu jagen. Warum haben sie Aurora in die Ruinen gebracht? Vielleicht war es bereits hier. Wie das? Ein Relikt aus dem dunklen Zeitalter der Technologie. Das ist Häresie. Sie werden sich auf das Mars-Abkommen berufen. Die verdammte Suche nach Wissen. Tja. So, jetzt haben wir zumindest mal ein bisschen Munition jetzt hier. Oh, da ist noch ein Datalog. Nice. Magos Ekaterina Malvolos analoges Backup-Log 8.7.A66Q. Ich habe einen verschlüsselten Satz Koordinaten gefunden, der zwischen den Codezeilen verborgen war. Ich spüre, wie der Wille des Omnisaias mich leitet. Die Neugier zieht mich zu einer Gruft, die neben dem Fundort liegt. Der Maschinengott hat mich auserwählt, um dieses Rätsel zu lösen. Ich werde herausfinden, was Erwache bedeuten soll, bevor der Angriff des Erzfeindes mich ereilt. Magus Ekaterina Malvolos analoges Backup-Log 8.7.A09E. Es wurden keine weiteren Lebenszeichen oder Xenos gefunden. Noch nicht einmal ein Servitor oder ein Servoschädel. Seltsam. Die Gruft wurde zuletzt vor über 60.000 Jahren betreten. Verdammter Schaltkreiser, das ist eine lange Zeit. Trotz weiterer Analysen kann ich nicht mit Sicherheit sagen, was Erwache bedeuten soll. Aber an dem trostlosen Ort, an den die Koordinaten mich geführt haben, steht lediglich ein alter Sarkophag, dessen Beschriftung schon längst abgerieben ist. Selbst der vorausgehende Scan der auf dem Merium Begrabenen ergab nichts als Zahlen und falsche Namen. Magos Ekaterina Malvolos analoges Backup-Log 8.7.A18R. Ich habe einen Ablink gefunden, der am Fuß des Sarkophags von Staub und Dreck verdeckt worden war. Die Verbindung wurde innerhalb von Sekunden aufgebaut, doch es fühlte sich wie Stunden an. Das Signal, das ich empfing, war lediglich dieses eine verdammte Wort immer und immer wieder. Erwache, erwache, erwache. Was für eine Zeitverschwendung. Ich werde mein Ende finden, ohne das Repositorium durch neues Wissen bereichert zu haben. Okay, sie ist fertig. Wie tief sind dieser Tunnel? Finden wir es heraus. Ruf den Aufzug. Perfekt getimed, guck mal. Deswegen, ich hatte es ja schon erklärt, ich will da halt
in Ruhe das angucken, dann weitergehen, in Ruhe dann die Gespräche zwischen unseren Brüdern hören, ne? Deswegen, ihr wisst Bescheid. Genau, ja, ich habe euch ja beim letzten Mal erzählt, dass ich mir jetzt ein Buch gegönnt habe. Ich habe noch nicht reingehört, obwohl doch, die ersten paar Minuten habe ich reingehört in Inquisitor von Dan Abnett. Anscheinend soll der wirklich der bessere Schreiber sein. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich den auch aus den Comics kenne. Er hat auf jeden Fall auch schon einige Comics geschrieben, so Aquaman oder Teen Titans und Guardians hat er, soweit, ja doch, Guardians hat er auch geschrieben. Was ich cool finde, warum macht er keine Comics? Ja, warum macht er keine Comics zu Warhammer, wenn er so krass das Ganze schreibt? Und dann habe ich gecheckt, weil das ist, wie gesagt, es ist verwirrend. Wo sollst du einsteigen? Dass vor dieser Inquisitor-Trilogie es noch eine weitere Reihe gibt mit Xenos. Fängt es, glaube ich, an. Das habe ich mir jetzt auch runtergeladen. Aber wie gesagt, ich muss mal selber schauen. Die gilt anscheinend als bester Einstieg jetzt wiederum. Ja? Jeden Tag finde ich irgendwelche neuen Erkenntnisse. Und spielt halt davor, dementsprechend, ja. Aber ich muss halt selber noch mal schauen, ob ich eher Fan bin, selber lesen oder halt anhören. Mal gucken. Die Heretiker hoffen uns zu zängeln. Sollen sie hoffen. So sieht's aus, ja. Mal schauen. Was war das denn mit der Kamera jetzt? Muss mal schauen, ja. Aber je mehr ich mir reinziehe, so Videos und so, Erklärvideos, Lore-Videos, was ich jetzt auch gesehen habe, dass es wirklich sau viele Kanäle auch auf Deutsch gibt, die das auch aus meiner Sicht echt gut machen, aber Junge, ey, wenn die schon mehrere hunderte von Videos haben und dann gehen teilweise die Videos 2-3 Stunden oder so, heilige Scheiße, was kann man da alles erklären? Das ist ja unnormal. Unnormal. Krass. Es gibt auch wieder echt auch ein paar deutsche Kanäle, die das echt aus meiner Sicht ganz gut machen, sympathisch machen. Ich meine, das haben wir dann bei Star Wars gibt es ja auch solche Kanäle, die ein bisschen was erklären. Da ist ja, naja, sag ich mal, hat man ein bisschen seine Erfahrung gemacht mit dem einen oder anderen, würde ich das jetzt nicht so sagen. Aber ey, wie gesagt, je mehr ich mir dazu reinziehe, vielleicht ist jetzt wirklich der Moment gekommen, ja? Jetzt endlich. Ein bisschen weiter rein. Reingehen in die ganze Thematik. Mache den Weg frei. 100% ist es auch so, je mehr du verstehst, desto geiler wird für dich dieses Game hier auch, oder? Ich meine, ich finde es ja jetzt schon cool und ich finde es jetzt schon so interessant. Und wie gesagt, einige Sachen kann man sich auch zusammenreimen. Und wie, ey, was ich wirklich feiere, dass viele von euch das immer wieder in die Kommentare schreiben, Tipps geben und so, bestimmt auch zu der Buchsache, aber ich habe das. Also, ich nehme das jetzt hier quasi hintereinander auf, glaube ich. Fast. Also den letzten Part habe ich noch nicht hochgeladen, deswegen konnte ich noch nicht eure Kommentare, das wollte ich echt nur sagen. Und finde ich aber trotzdem sehr cool, dass ihr euch da aufteilt. Und da versucht irgendwie einen weiteren Verbündeten zu finden. Für den Imperator. Ach, ist ja süß. Wow, Junge. Ja, meint's ernst? Was zur Hölle? Was zur Hölle, Mann? Muss nachladen. Alles klar auf dem Ausgangs. Rein da. Komm, Jungs. Haltet euch bereit. Ey, bereit bin ich auf jeden Fall immer. Alteras Thron. Was ist das? Eine Gruftwelt. Haben Sie schon mal eine gesehen? Nur die mechanischen Monstrositäten, die daraus emporsteigen. Die Marsianer haben alles bewahrt. Dieser Ort hätte vor langer Zeit zerstört werden sollen. Hört, wie ich eure erbärmliche Menschmaschine zermalme. Elementischer Narr dachte, er könnte diesen Ort vor uns verbergen. Aber wir haben Augen und Ohren. In jedem Schatten, jedem Winkel. Jedem Spalt der Galaxie. Ich
zerstören. Genau wie die Siegesträume eures jämmerlichen Primaten. Er hört einfach nicht auf zu labern. Kümmert euch nicht um sein Geschwätz, Brüder. Wir lassen uns nicht von unserem Ziel ablenken. Der Feind ist uns weit voraus. Diese Spur wird uns zu ihm führen. Der Hexer wird uns nicht mehr entkommen. Weiter zum Obelisten. Okay, solche Sachen zum Beispiel mit dem Primarchen. Das kann man sich ja irgendwie halbwegs zusammenreimen, aber... Wie gesagt, ey, so einen kleinen Warhammer-Wiki-Eintrag kurz mal erklären. Primarchen, das sind die Vorstände der einzelnen Space Marines Fraktionen. Fertig. Hätte man kurz erklären können, weißt du, in so einem kleinen Bericht. Kurz erklären, hier Primarchen, das sind die Vorstände, das sind die super krassen von den jeweiligen Fraktionen. Gilliman, oder wie der ausgesprochen wird, ist der von den Ultramarines, wo wir jetzt hier drin sind. Das hätte man ganz kurz knackig erklären können. Das ist halt so, wie gesagt, schade, ja. Wirklich schade. Aber ich habe jetzt schon gelernt, ne? Ein bisschen, ja, Schritt für Schritt. Aber es ist halt wirklich, ey, das ist so eine Lebensaufgabe gefühlt, ne? Worauf man sich dann einlässt. What the fuck, Junge? Komm auf mit der Scheiße. Muss ich ja wirklich irgendwie. Ja, Junge, du bist ja nur fake. Was habe ich da für eine Granate, Alter? Was ist das? Ist einfach nur, deckt es einfach nur auf, oder was? Was werdet ihr mit dem Artefakt tun, wenn ihr es habt? Es zermalmen. Wenn es keine Wirkung auf euch hat, warum verwendet ihr es dann nicht? Willst du mich zur Häresie verleiten? Ich habe nichts gesagt. Ja. Und ich nichts gehört. Dieser Dämon vernebelt uns den Geist. Verzeiht meinen Fehler. Wir lassen euch nicht im Stich. Verlasst euch drauf. Sehr gut, Mann. Sehr, sehr gut. Was zum Beispiel auch durch das Spiel eigentlich gar nicht erklärt wurde, ist, dass diese Operation, die wir am Anfang mit Titus hatten, dass es quasi so Space Marine 2.0 anscheinend ist, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ich würde gerne nochmal genauer reinschreiben in die Kommentare. Das ist quasi eine noch verbesserte Version von einem Space Marine ist, die Operation, die wir am Anfang bekommen haben, quasi. Wie gesagt, das ist halt. Ne, Mann, ey, erklär das doch kurz, weißt du? Oh, Mann. Abscheulichkeit. Du hältst so wenig von Zangor, von mir, vom großen Sieg. Aber überleg mal. Wir alle sind Beweise einer höheren Macht. Wahre, absolute Göttlichkeit. Wenn wir unsere Götter anrufen, antworten sie. Das Licht deines Imperators gespürt. Ey, ich sag euch ehrlich, jetzt macht es. Irgendwann muss ich die Spiele nochmal spielen, wenn man sich besser auskennt. Es macht einfach so viel mehr Bock direkt. Auch mit diesem Götter und Imperator und so. Wie gesagt, ich habe mir jetzt wirklich einige Sachen reingezogen. Im Schnelldurchlauf, sag ich mal. Macht sofort direkt mehr Bock, Alter. Mehr Feinde! Let's go. Abschaum versteckt sich in fauligen Löchern. So, es macht so Bock mit dem fetten MG da in die. Also, weißt du? Einfach reinhalten, wie beim. Wie beim Pornodreh. Einfach mal reinhalten, weißt du?
Lade nach. Aber auch das habe ich gelernt. Reinhalten ist bei den Space Marines gar nicht. Die sind ja jetzt, die können es nicht mehr. Das habe ich auch gelernt. Wussten wir auch nicht. Ich habe auch gesehen, dass sie ein zweites Herz haben. Nur mal so. Ich will jetzt gar nicht so auf, verstehe mich nicht falsch, ich will jetzt gar nicht auf Experte tun oder sowas. Aber ich denke mal, Leute können, haben wahrscheinlich noch weniger Ahnung als ich. Jetzt, ich habe 0,0001% jetzt mitbekommen. Wenn man den Archiven glaubt und auf mehr Welten, als wir je entdecken können. Schwere Bolterpistole haben wir alle gefunden und zu Asche verbrannt werden. Ich bleib beim Hammer, ja. Ich bleib beim Hammer, Alter. Ja, wie gesagt, ey. Ist schon geil, Mann. Ist schon geil. Genauso wie diese Wumme hier, ja. Obwohl, die kannst du ja überrennen einfach. Dieser Move ist so geil, ja. Junge, lad doch! Zack, ja. Lade Waffe nach! War hier gerade nicht noch einer? Hat der den Pack gemacht? Ja, gut. Schade, dass wir nur so wenig Schuss haben mit der Knarre. Nee, ich bleib bei der Schrot. Ich finde die so geil, Mann. Die macht so Bock. Warum bei Terra wurden sie nicht endgültig zerstört? Für die Forschung. Die marsianischen Priester gehen zu weit. Okay. Data Log Time. Margus Ekaterina Malvolos analoges Backup Log 9.9i. Am Messiah, was habe ich nur getan? Der Sarkophag brach auf und heraus schlüpfte ein metallisches Imago. Es ähnelte einem Tausendfüßler und krabbelte die Wände hoch. Ich habe versucht, es in der Gruft zu versiegeln, aber ich traue mich nicht nachzusehen, ob es funktioniert hat. Es hat ein zitterndes Grauen in mir geweckt. Wozu der Maschinengott ein solches Wesen braucht, ich bete es niemals zu erfahren. Ich muss in Bewegung bleiben. Analoges Backup-Log. Ach, zur Hölle mit dem Protokoll. Ich habe den anomalen Code ausgeführt und folgende Integer erhalten. 01.23.15.11.05. Das muss ein grausamer Scherz sein. Einfach eine einfache Zahl. Sie ergibt ausgeschrieben. Erwacht. Ich kann dieses Maschinenwesen umherhauschen hören. Aber wenn ich mich umsehe, folgt mir niemand. Außer meiner eigenen Fußspuren ist im Staub nichts zu sehen. Aber ich werde verfolgt. Gejagt. Was habe ich erweckt? Ich habe das Geräusch aufgenommen. Könnt ihr es hören? Wo ist es? Oh, Messiah. Ich will dich nach oben sehen. Oh oh, nicht gut. Gar nicht gut. Oh, wie geil sieht das denn auch schon wieder aus? So, zack, zack, zack. Ihr werdet zu much. Oh. Okay. Sehr süß. Sollen es werden jetzt? Ist hier noch einer? Lade nach. Besser ist es, ja. Nee, Kampfmesser. Nein, Mann. Wir bleiben bei dem nach. Hammer. Terminator! Alter, Alter. Was war das denn? Flammenwerfer oder was? Wechselmagazin. Dieser Move ist so nass. Let's go. Ein edles Geschenk aus der Schmiede. Ein edles Geschenk aus der Schmiede. Sich wie Geier auf die toten Xenos.
Und das alles mit dem Segen des Marsianer-Kults. Ich glaube kaum, dass sie das allein waren. Endlich ein Hauch von Wahrheit. Nice. Erkennst du dein Tier solche Leid nicht? Du hast denselben Verrat zu spüren bekommen, wie die Tausend Sans. Sie nennen uns Hexer und Heretiker, weil wir dieselbe Macht nutzen wie euer Gott Imperator. Tausende dieser Zugang zum Urteil auf dem Altar seines goldenen Throns geopfert. Er hat schon früher sein Schwert gegen seine Jünger gerichtet und wird es wieder tun, Titus. Dein wertloses Leben ist vorbei. So geil, Mann. Junge, warum fliegt da eine Tonne? Warum fliegt da eine Tonne? Die Verderbnis. Sie scheint immer stärker zu werden. Wir werden ihr bis zur Quelle folgen. Oh Mann. Komm, Bruder. Ich erwarte dich. Ah, das wünschst du dir nicht, ey. Wir machen dich fertig. Goldkarabiner, nee, du Junge. Lass mal brennen. Ein paar mehr Waffen wäre auch ganz cool, ne? Also ein paar mehr Waffen, ein paar mehr Gegner, Typen. Das wäre schon ganz geil bei dem Game. Aurora. Es macht den Heretikern den Chaos. Wo ist Imura? Die Verräter werden da unten vernichtet. Leisten wir unseren Beitrag. Ja, okay, alle kaputt machen. Nicht, dass die sich doch noch gleich bewegen, ja. Fähigkeit sieht gut aus. Salben wurden dreimal aufgetragen. Los. Blind für alles außer seine Arbeit. Er ist fleißig, aber zum Glück nicht schnell. Los! Ah, Leutnant Titus. Lobet den Omnisire. In wenigen Minuten werdet ihr sehen, wie... Beenden Sie das! Sir, bitte. Ich weiß, ihr habt eure Vorbehalte, aber... das ist nur ein winziger Vorgeschmack darauf, was das Gerät alles kann. Ich weiß ganz genau, was es anrichten kann. Mein Lord, so vertraut mir doch. Das war meine Suche nach Wissen. Mein Lebenswerk. Beenden Sie das. Sofort. Nichts dergleichen. Vergebt mir, Lord. Zeit wird die Reinheit meiner Absichten offenbaren. Ihr winzig kleinen Sandkörner! Klappert von Dingen, die ihr nicht versteht. Imura. Ich dachte kurz, du würdest mir meine Arbeit abnehmen. Doch ich muss es nur selbst zu Ende bringen. Werde Zeugen wahrer Macht. Deine bösen Energien sind nutzlos! Tötet ihn! Du
schlechter zwischen euch und dem letzten Rauch eures Maschinenflüsterers kurzen Prozess machen. Oh, so ein Scheißteil erstmal blocken, ja? Muss man auch können, ne? Ach, Scheiße. Ich hab die Granaten. Okay. Solange wir nicht in seine Nähe kommen. Ja. Es passiert etwas. Sieht aus wie eine Plasmaladung. Eine Ladung dieser Größe spinnt oder Keramik. Alter. Verzieh dich doch mal, du Kackfleck, Alter. Wo ist die Macht, die mir versprochen wurde? Lad doch schneller nach. Ja. Setze Sprenggranate ein. Hat er gar keinen Schaden jetzt durch die Granate bekommen? Krass. Weg! Ah, ich dachte, das wäre schon ausgelöst worden. Lass mich das machen, Jungs. Jawohl. Das ist dein Ende, elendes Ding. Genug der Kinderspiele. Heilige Scheiße, Mann. Für alle Mal beenden. Junge, mein Leben ist gleich beendet. Siehst du das nicht? Ach, scheiße, Munition. Krieg ich wohl nicht mehr. Den großen Riss und schicken die Heretiker zurück in den War. Und das alles mit nicht viel mehr als einer Bewegung. Wie genial. Sag uns, lieber Luz, aus welchem Ozean stammen diese Perlen des Wissens? Ist es nicht der Traum aller Wissenschaftler, die Wege sämtlichen Wissens zu finden? Siehe, die Quelle deiner Inspiration. Thank you.
Krass. Krass, krass, krass. Also das Vieh, was wir jetzt gerade bekämpft haben, das war doch auch, das war doch einfach so eine Höllenvariante, so eine Warp-Variante von diesem Mech, oder? Hatte dir mir auch reingeschrieben, dass da die Space Marines reinkommen, die nicht mehr wirklich kampffähig sind, sondern nur noch so halber Brei sind. Wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist einfach nur die Höllenvariante gewesen, oder? Diese Warp-mäßige Variante, oder? Ja, Mann. Tetos, ein Adler. Ja, egal. Hören Sie mich. Verdammt. Hat dieser Narr Luz das nicht gewusst? Er hielt das Gemunkel dieses Hexers für seine eigenen Ideen. Luz war lediglich eine Marionette. Sie haben Nosek getötet und ließen uns glauben, sie würden dasselbe mit Luz tun. Damit wir ihn genau dorthin bringen, wo sie ihn haben wollten. Und die ganze Sache mit den Katakomben? Eine List, damit der Verräter Luz sein Werk vollendet. Tja, geschickt gemacht, oder? Hey, was geht hier ab, ja? Es ist schlimmer, als ich gedacht habe. Diese Säule verbreitet im ganzen Land Verderbnis. Titus an Ackeran, bitte komm! Neun auf. Box ist offline. Wir müssen unsere Brüder finden. Der Imperator schützt uns. Die Augen gebrochen. Starse aus seinen ewigen Augen, die vor Visionen des endlosen Endens schimmern. Oh shit, Mann. Raus da! Raus! Ich bin eine Tochter Kadias. Ich werde standhaft bleiben. Dieser monströse Obelisk ist schuld. Er stößt ein stilles Wehklagen der Verderbnis aus. Ihr menschlicher Geist war nicht auf derart bösartige Energien vorbereitet. Verständlich. Sollen wir sie erlösen? Das müssen wir dem Kommissariat überlassen. Auf uns warten wichtigere Angelegenheiten. Hey, wie krass ist das denn jetzt, ja? Scheiß, Mann. Okay. Noch ein Datalog. Neun Jahre. Oder Datablock. Neun Jahre. Legt mir selber Steine in die Augen. Ich empfange ein kodiertes Positionssignal. Ackeran Signatur. Ist doch kalt. Nicht weit von hier. Diese haben können wir ihn trauen? Atem. Ich glaube schon. Matthias ist auf dem Auspex. Wie kann ja, ich Bruder. Ich sein, wenn ich gar nicht weiß, ich bin. Ich bin ich. Ich bin einfach, wie ich bin. Ich werde nie müde, ich zu sein. Ich habe vom Imperator geträumt. Federn fliegen überall herum. Federn. 9 Jahre lang Federn. 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 Das sind meine letzten Worte, wo ich mir die Zunge herausschneide. Ja, jetzt ist genau das passiert, was ich die ganze Zeit nicht wollte, dass die dazwischen labern. Na ja, gut, egal. So. Nehmen wir mal eine andere Knarre jetzt. Ach du Scheiße. Streck diese Heretiker nieder! Kanyana, seid ihr bei klarem Verstand? Ja, mein Lord! Wir sind ungebrochen! Ihr bringt eure Heimatwelt Ehre, Soldaten! Danke, mein Lord! Wir kämpfen bis zum Ende! Sehr gut, Junge. Okay, krass. Kadianer heißen die? Die sind anscheinend wieder schon zwingend oder was? Aber warum, ey? Warum sind die widerstandsfähiger? Sind die einfach kräftiger im Glauben oder was? Dass die da besser widerstehen können? Zurück in den Warp mit dir. Okay, ich glaube, das ist irgendwie scheiße, Alter. Die Hälfte der Sounds kommt noch gar nicht an, ne? Na jetzt. Nee, die ist scheiße, Mann. Wo ist meine Schrot? Scheiße, ist weg. Ich nehme das. Das wird mir gute Dienste leisten. Das wird mir gute Dienste leisten. Ah, schon besser. Ey, du Sackratte, du. Muss nachladen.
Nachladen! Bin mal echt gespannt, was ihr denn... ich hoffe, ihr schreibt da ein bisschen was zu euren Lieblings-Warhammer-Games. Bin mal echt gespannt. Weil, ja, wie gesagt, es gibt da gefühlt 3000 Spiele. Das hört nicht auf. Nachladen! Und falls ihr das wisst, könnt ihr auch gerne mal reinschreiben. Sind die Kanon? An wen? Also wie? Also ich weiß nicht. Also ist, die ganze Geschichte gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Nehme ich sie mit? Seit Jahrzehnten. Wer überwacht das, Alter? Wer überwacht das, dass alle irgendwie auf einen Strang zu Munition gesichert fahren, weißt du? Oder gibt es auch da Nicht-Kanon-Geschichten so mäßig? Das wäre auch mal interessant. Wo zur Hölle müssen wir lang eigentlich? Diese verdammten Heretiker kommen aus allen Ecken! Waren das denn schon? Ich bin der festen Überzeugung, dass Aurora die Verräter vernichten würde. Stattdessen hat es sie stärker gemacht. Viel stärker sogar. Wir müssen den Weg freiräumen. Ach so, ihr wolltet einfach nur labern. Okay, wollte schon sagen, es sieht so deutlich aus nach dem Weg. Okay. Nein, man kann es wegtreten, man kann auch rüberspringen. Dieser miese rüberklettern. Hexer hat die Energiequelle mitgenommen. Lieber treten. Bestimmt an einen gut bewachten Ort. Verfluchter Luz. Wie schlimm ist das im Vergleich zu Kraya? Schlimmer. Ein so großer Warpress wird die dunkelsten Monstrositäten überhaupt durchlassen. Die Flotte wird einen Orbitalbeschuss. Brüder! Scheiße. Scheiße, Mann. Das ist... Ach, Mann, ich hasse sowas. Mann. Ich hasse das in Games. Wenn du einen Schritt zu weit machst, dann hören die sofort auf zu reden. Dieser Move ist so geil. Yo, Jungs, es geht. Ihren Trupp für tot. Das blieb uns erspart. Der Captain wartet drinnen auf sie. Mut und Ehre. Mut und Ehre. Was? Geil, Mann. Brüder, gebt auf die Verletzten Acht. Mhm. Ach du Scheiße, Mann. Weitere zur Hälfte. Unser Kommissar hat 2 Dutzend Männer getötet. Titus, Bericht! Was im Namen der heiligen Terra soll das? Wir konnten Luz nicht aufhalten. Das sehe ich. Er war verderbt. Eine Marionette des Erzfeindes, ohne es zu wissen. Und jetzt haben wir einen Warp-Riss in der Größe eines kleinen Kreuzers. Die Resilient hat 3 Salven abgefeuert und die Säule steht immer noch. Wenn sie eine Schwäche hat, müssen sie mich darüber informieren. Sie erhält ihre Kraft durch das Artefakt von Graia. Wenn wir es zerstören können... Wo ist es? Das wissen wir nicht. Das nennen Sie eine Lösung? Gibt es eine Alternative? Um die Säule herum ist ein Feld, dem unsere Waffen nichts anhaben können. Wir haben beobachtet, wie Ihre Truppen es zu Fuß betraten. Wir müssen überprüfen, ob wir das auch können. Gehen Sie durch diese Türen. Wir greifen in Kürze an. Ach krass, er kommt mit, oder was? Hinter diesen Toren lauern die niedergreifendsten, bösartigsten und verachtenswertesten aller Feinde. Verräter des Imperators, Mörder der Reinheit und der Bruderschaft. Unverschämte, niedere Heretiker. Sagt mir, Brüder, womit wird Verrat bestraft? Welches Schicksal ereilt jene, die sich vom Licht abwenden? Tod! Und was schreit ihr, wenn ihr den Verrätern die Herzen herausreißt? Tod! 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 Ihr seid die fleischgewordene Vergeltung! Ihr seid die erste und letzte Bastion der Hoffnung für die Menschheit. Ihr seid die Söhne Gilliman's. Und jetzt geht im Namen des Imperators und setzt denen, die seinem rechtschaffenen Willen trotzen, ein Ende. Für den Imperator! Geil, Mann.
Warum steht er da so cool mit verschränkten Armen? Krass. Geil. Unsere Truppen sind zweigeteilt. Ich leite den Hauptangriff vom Tempel von Aether aus. Ich habe zwei Trupps an die Flanken des Feindes geschickt, aber der Kontakt zu ihnen ist abgebrochen. Sie tragen die Standarte der Kompanie. Sollten sie gefallen sein. Dann holen wir sie, Captain. Ultramarines, bereit machen! Hammer geil, was geht denn jetzt, ey? Das ist mal ein Finale, oder? Ja, jetzt geht's los. Jenseits dieser Brücke. Was ist das für ein Ding? Vorsicht! Ach du Scheiße, was ist das denn? Alter Schwede. Die Monddrache oder was? Wie krass ist das jetzt hier? Alter Junge, ist das geil. Jetzt geht's richtig ab hier nochmal. Terminator, durchbrecht seine Rüstung. Junge, der Captain ist aber mittendrin statt nur dabei, wa? Geil, Mann. Sehr gut. Wie geil ist das bitte jetzt gerade, das Finale, Mann. Hammer, ja. Noch ein Terminator tot. Geil, Mann, von Finisher zu Finisher. Junge, der Captain ist ja richtig auf... auf Rage. Unendliche Bewegungsfreiheit. Vielleicht ein Exterminatus? Das ist eine Gruftwelt, Titus. Sollten wir den Feind nicht erledigen, brenne ich diesen Ort nieder. Aber ich würde diese ehrenwerten Toten nur ungern entwürdigen. Sie können unsere Scans die Signatur der Energiequelle orten. Die ganzen Störungen machen das unmöglich. Es ist dort draußen, im Herzen dieses gottlosen Wahnsinns. Er hat recht. Wir müssen auf jeden Fall zu diesem Obelisten. Dann gehen wir. Oh Mann, ey. Irgendwie erinnert mich das Ganze auch so ein bisschen an das Finale von Dead Space 3, Alter. Da musst du auch so auf so einen Obelisken zurennen und dich da durchfighten erstmal. Was war da der dritte Teil? Doch, oder? War das der dritte? Ja, ich glaube ja. Ey, wie krass ist das jetzt bitte, ey. Ich habe Verräter zu erledigen. Sie weiter, bis sie auf die zweite Truppe treffen. Ich hoffe bei Terra, dass sie überlebt hat. Ja, Captain. Imperator, schütze uns. Gute Jagd. Bereit machen. Das war's dann auch schon wieder mit der Begleitung. Die Vorräte wurden wohl getroffen. Dieser verdammte Höllendrache errichtet da draußen jede Menge Chaos an. Wir müssen uns die Munition einteilen. Wenn wir jetzt das Feuer reduzieren, werden sie unsere Verteidigungslinie durchbrechen. Wenn wir das Feuer nicht reduzieren, können wir sie bald nur noch mit Steinen bewerfen. Dann gut, dass ich meine alte Schleuder mitgebracht habe. Findest du das wohl witzig, Holland? Nein, Sir. Überhaupt nicht. Okay, das einzige Problem ist gerade, es ist ein bisschen... Die Frames sind gerade ein bisschen low, Alter. Man merkt es auf jeden Fall. Die sind leider ein bisschen low gerade. Energiehammer haben wir ja schon. Sagt dein Trupp, sie soll die Granaten erst einsetzen, wenn ich das Signal gebe. Je näher wir kommen, desto schwieriger wird es. Die Granaten sind extrem wichtig. Verstanden, Sir. Stavros, die feindliche Luftunterstützung macht uns zu schaffen. Wir brauchen sämtliches schweres Geschütz mit dieser verdammten Flieger. Ich werde mich darum kümmern. Und wir müssen mit schweren Verlusten rechnen. Versorgt zuerst die Verwundeten, die wieder in den Kampf ziehen können. Die anderen müssen warten. Ich werde es ihnen erklären. Wir rücken jeden Moment aus. Macht euch bereit. Imperator, schütze uns. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass 10 unserer Brüder mitsamt der Standarte gefallen sein könnten. Ich will nicht mal dran denken, dass das Banner in die Hände der Verräter gefallen sein könnte. Ultramarines geben sich nicht geschlagen. Sie sind am Leben.
Aber sie brauchen womöglich Hilfe. Dann sollten wir uns beeilen. Der Multimelter, Junge. Jetzt geht's los. Aufgepasst, er ist Multimelter-Action. Multimelter-Action! So, vom einen Finisher-Kill zum nächsten. Ja, Jungs, ihr müsst nicht auf mich warten. So, zack, seht ihr? Der Hexer ist tot. Krieg wütet, kümmern sich die Priester um diese Gräber. Ihre Hingabe ist lobenswert. Wir müssen uns beeilen. Jede Sekunde, die wir zögern, müssen unsere Brüder leiden. Sie sollten hinter dieser Tür sein. Ja gut, der sagt jede Sekunde, die wir... Ja, und dann schauen wir uns erstmal um, weißt du, weil hier noch so Sachen sind. Es ist die Ehre, meine Ehre, mehreren verstorbenen Space Marines des Salamander-Ordens als temporäre Ruhestätte dienen zu dürfen. Sie sind Söhne ihres Primarchen, Vulkan, dessen Schicksal dem Imperium unklar ist. Diese dem Imperator treuen Salamanders stammten von Nocturn. Ihre Taten waren rein und edel. Sie galten unter den Astartes als Vorbilder. Wir ehren sie für ihre Loyalität und ruhmreichen Taten, die sie zum Wohle des Imperiums der Menschheit vollbracht haben. Bis zu dem Tag, an dem Vulkan zurückkehrt und ihre Gebeine zu sich holt, wird Demerium über sie wachen. Kurz und knackig. Brüder, die Standarte! Sie haben sie einfach auf den dreckigen Boden geworfen! Leutnant, wie lauten ihre Befehle? Wir kämpfen! Brüder, versammelt euch bei der Standarte! Sieg oder Tod! Ja, Bruder! Jawohl! Sieg oder Tod! Darf ich es jetzt hissen? Ja, let's go, Alter. Zweite Kompanie! Wir halten im Namen des Primarchen die Stellung! Junge, wie cool willst du das Finale machen, ey? Sag mal. Alter, jetzt stehe ich hier mit dem Ding in der Hand, oder was? Cool, ey, wie geil und wie krass. Ja, das Finale ist richtig stark. Ach du Scheiße. Es nimmt einfach kein Ende. Das wird es. Wir sorgen dafür. Wie geil ist dieses Finale, bitte, ey, sag mal. Leutnant, Ihre Nachricht kam an.
Berichten Sie! Die Macht scheint vom Obelisken in der Mitte auszugehen. Er wird durch ein Energiefeld geschützt. Gibt es eine Lösung? Wir haben versucht, den Schild mit aller Kraft zu durchdringen, doch ohne Erfolg. Mein Lord, es gibt vielleicht einen Weg. In den Katakomben meinte Luz, man müsse einfach nur die Ausrichtung übertragen. Und dann hat er etwas umgedreht. Ein Objekt. Und weiter? Es sah aus wie dieser Obelisk. Ihr wollt dieses Ding umdrehen? Ich höre. Aurora könnte eine Schwäche haben. Könnte? Mein Lord, wir müssen hier weg. Leutnant, halten Sie Sergeant Gadriels Plan für vernünftig? Absolut. Captain Akaran, versammeln Sie die Kompanie. Ja, Ordensmeister. Brüder! Die Heretiker sehnen sich nach dem Sieg! Doch auch heute werden wir ihnen die Stirn bieten, wie wir es schon seit 10 Jahrtausenden getan haben! Wir sind die Söhne Ultramars, die Diener des Imperators und die Wächter des Imperiums. Lasst diese Kreaturen den Zorn uralter Vergeltung spüren! Mein Lord, die Truppen unserer Vorhut sind auf dem Schlachtfeld. Geben Sie alles, Captain. Jawohl, Lord. Alle Mann! Feuer frei! Ja! Wie geil ist das mit den Brunnen? Ach du Heiliger, mit meinem... Verteidigungslinie! Kompanie! Verteidigungslinie! Bruder Titus, Ihnen wird nicht viel Zeit bleiben, um Ihre Pläne auszuführen. Beeilen Sie sich! Das da ist die Steuereinheit. Könnt ihr damit was anfangen? Nein. Leutnant, gibt es eine Lösung oder nicht? Augenblick! Da! Vorsicht, Leutnant! Wir haben keine Wahl. Bruder! Ich überlebe. Viele noch. 3. Welche Brüder brauchst du? Viridian und Talassa. Wir kümmern uns um den letzten. Ich schick sie sofort los. Einweisung erfolgt per Vox. Ja, Captain. Viridian, Talassa. Habt ihr neue Befehle von Akaran erhalten? Haben wir, Bruder. Sind unterwegs zu Punkt Alpha. Talassa steuert Punkt Beta an. Ihr müsst die kleine Nachbildung des Obelisken drehen. Aber seid gewarnt, das wird wehtun. Diese verräterischen Bastarde da draußen werden schlimmer leiden. Schmerz fördert die Hingabe. Ich melde mich gern freiwillig. Viel Erfolg, Brüder. Ach, Leute. Heftig. Einfach nur heftig. Was zur Hölle, Alter? Brüder! Titus, ihr Schlangen gerade eben hat die Heretiker zur Weißglut getrieben.
Sie werden vor Ende der Nacht noch drei weitere einstecken. Euer Verrat ist beendet. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde es so heftig gerade. Also bei der Cutscene haben sie wirklich nochmal alles rausgehauen, oder? Das war so eine richtige... Wir hauen jetzt auf die kacke Cutscene mit fetter Optik. Was alleine die Cutscene gekostet hat wohl. In der Qualität. Heftig. Feindlicher Terminator erledigt. Also ich habe jetzt auf jeden Fall in der Zwischenzeit mal kurz gelesen, wie dieser Kalkus ist oder wie der ist. Oder ausgesprochen wird. Laut dem, was ich gefunden habe, ist er der aktuelle Ordensmeister. Was heißt genau Ordensmeister? Keine Ahnung. Ich werde jetzt auch nicht ewig Zeit hier nachzugucken, während ich hier am Zocken bin. Aber ich schätze mal, er steht. Weiß ich. Unter dem Primarchen, also Gilliman, direkt da drunter? Ist er direkt da drunter als Position oder was? Oder wie soll man das nennen? Das könnt ihr ja, vielleicht genau nochmal reinschreiben. Aber, ja. Ist auch wieder sehr, sehr, sehr hohe Position anscheinend. Aber gut, das, auch das bei seinem Auftritt kann man sich denken, ne? Wieder aufgeregt, heftig. Was genau machen wir mit diesen Obelisken? Aurora erzeugt einen Riss, der zum Immaterium führt. Ein Tor. Diese kleineren Obelisken scheinen die Schlüssel zu diesem Tor zu sein. Wir drehen die Schlüssel und verschließen das Tor. Alle? Genau. Alle umdrehen aus? Was? Durch diese Tür, Brüder! Los! Was? Euer Verrat bleibt nicht ungesühnt! Verrät ihr! Strafe sie ins Verderben! Lasst sie euren Zorn spüren! Ja, euch überrenne ich einfach. Oh yeah. Sehr gut, sehr gut. Oh, was sind das für. Was ist vor allen Dingen für Dimensionen hier sind, oder? Zwei noch. Wie riesig hier alles ist, ja. Meldung. Hier spricht Straban. Wir haben es geschafft. Imperator segne dich, Straban. Ich setze nur seinen Willen in die Tat um. Geh zurück zur Hauptstreitmacht. Lassen Sie sie Ihre Klinge spüren, Bruder. Talassa Ende. Ich hab einen Hammer dabei, aber gut, danke dir. Die Zahl der Verstorbenen auf Delirium beträgt derzeit 91.600.452.023. Die Zahl der Verstorbenen auf Delirium beträgt derzeit 91.600.900.471. Die Zahl der Verstorbenen auf Delirium beträgt derzeit 91.601.040. Die Zahl der Verstorbenen auf Delirium beträgt derzeit. Die Zahl der Verstorbenen auf Delirium ist 2. Der Verstorbenen auf dem Merium beträgt derzeit 9999. Heftig. 91 Billionen. Terminatoren! Sie haben die Brücke zerstört. Lasst euch nicht von ihnen treffen. Sie sind im Vorteil. Das ist Sergeant Benjamin Stoltrum. Jeder Name hat sich recht. Korrekt, Jungs. Gut gemacht. Ja. Sind die verbuggt jetzt gerade? Kann das sein irgendwie? Oder was ist denn jetzt los? Ich habe eine Motor. Aha, jetzt. Markiere sie jetzt. Wollte gerade sagen. Hat einen kleinen Hänger gehabt, glaube ich, das Game gerade. Der Plan könnte wirklich funktionieren, Gadriel. Ja, aber erst nur etwas wert, wenn alles gut geht. Ich glaube, ich habe was an den Ohren. Das klang fast schon bescheiden.
Multimelter. Oh, da bin ich am Start. Beste Knarre. Da ist er wohl ein bisschen daneben gejumpt, wa? Drecksauer. Ein edles Geschenk aus der Schmiede. Zack, 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 Junge. Sag mal, ihr kleinen Pisser, Alter. Einen Moment, Brüder. Jungs, ihr könnt auch mal draufschlagen ein bisschen mehr, wa? Sehr gut. Das ist mein Kill. Wie er dem eine Kopfnuss gibt. Hat er dem eine Kopfnuss gegeben? Und raus mit dir da. Spezialtaktik bereit. Höllenschlechter in Stücke gerissen. Damit der Titus Vizimus hat die Obelistensteuerung ergriffen. Beim Thron, er scheint Höllenqualen zu leiden, aber er ist tapfer. Scheiße, Mann, ey. Der Dämon wurde weiter geschwächt. Viridian, wie geht's Decimus? Ich habe zwar höllische Kopfschmerzen, aber der Anblick der taumelnden Bestie lindert sie. Da stimme ich dir zu. Erlaubt mir, zu den anderen zu stoßen. Erteilt. Habt Dank, Brüder. Der Imperator sei mit euch. Viridian Ende. Einer noch. Okay, Junge, 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 Junge. So nice, ey. So nice. Hört ihr das? Noch so ein... Oh, geil. Ich werde viele Dinge. Wo sind die Verräter? Sie sind überall. Ehrenwerter Bruder. Schließ dich uns an und stille deinen Zaun im Kampf an unserer Seite. Bringt mich zur Schlachtbank! Vorwärts! Wie geil, einfach nur. Ja, würde ich schon sagen, ist einfach die Höllenvariante von dem hier, oder? Ach komm, scheiß auf. Weiter geht's direkt, Jungs. Kommt, kommt, kommt. What the fuck? Zu dieser Welt durchgekämpft. Wie heißt
sie. Abscheuliche Söhne Markus! Ist er hier? Bisher nicht. Ein Gott! Er muss sich mal etwas geben gegen seine Diener, nicht? Alter, geil. Dein wertloses Leben ist vorbei. Ruhe im Schwan. Das hätte von Wittmann allein. Selbst Zeramit kann sie nicht vor meiner Rage bewahren. Aufgefüllt. Junge, wie krass ist der? Ich meine, gut, wenn du erst Matsch werden musst dafür, so, ja, dann will ich da jetzt nicht drin sitzen, aber so ein kleiner Abschnitt mit dem, wo wir den einfach übernehmen und jemand anderes sind, nicht Titus, Titos, vor allem, Titus, das wäre auch ganz geil. Weg. Weg, du Dreck. Was ist? Das Licht Gilliams hat uns durch diesen imperischen Sturm geführt. Die tausend Suns wollen uns auf den Boden. Geht er da jetzt rein? Er zerstört es einfach. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich schaue dich im Namen des Imperators nieder. Heilige Terra. Das ist unsere Chance. Heilige Terra, ja. Heilige Terra, Junge. Was geht hier aber irgendwie krass? Ist das Finale bitte? Ernsthaft? Den übernehme ich, Bruder. Richtig geil. Mein Lord. Eine Falle. Vielleicht. Ist das das Immaterium? Wenn ja, müssen wir schnell weg. Wohin? Wir müssen Kalgar finden. Oh, der Wille des Wandlers ist unabwendbar. Selbst jetzt wandeln wir auf Wegen, die schon vor der Geburt des ersten Sterblichen feststanden. Oh.
Jäger, erfüllt eure letzte Pflicht. Unsere Brüder, ich höre sie. Traue deinen Sinnen nicht. Lord Kalgar hat sie ein ganzes Jahrhundert bei der Deathwatch verrotten lassen, Bruder Titus. Feigling! Komm raus und kämpfe! Schützt euch mit eurem Hass, Brüder. Ich rieche Angst. Es geht hier ab, ey. Lass ihn gehen! Dann machen wir dein Ende vielleicht kurz und schmerzlos! Ihn gehen lassen, nachdem er ihn so mühevoll hierher gebracht hat! Genug geredet! Tötet den Heretiker! Ein letzter Tanz mit meinen Marionetten! Bald wirst du an meiner Seite stehen, Jungchen! Aus wie einen Rotz. Junge, 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 was ein geiles Finale. Und wir sind ja immer noch nicht durch, ey. Was ist das denn jetzt? Brüder! Deine erbärmlichen Gefährten sind Vergangenheit! Lügner! Du kannst sie nicht besiegen, Heretiker! Du kannst nur täuschen! Deine Brüder geben der Macht des Mord nach! Was ist passiert? Dieser Narr hat versucht, mich aufzuhalten. Alter, was ist denn hier zum Teufel nochmal los, Alter? Ist das dein Ernst, Alter? Was ist denn hier los, Mann? Was ist denn hier los? Alter. Nachschub.
Nein, schieß doch. Jawohl. Den Schaden machen wir aber auch nicht, oder? Oh, ich block das alles. Komm doch her, Junge. Ich habe das Gefühl, die Waffe ist einfach richtig Schrott, Alter. Ich hätte meine Dinges gebraucht, ey. Meine Schrot hätte ich gebraucht. Nice, danke dir. Ja, ohne Scheiß, so die Kombo mit dem Schwert machen ist besser als die, diesen roten Schuss machen. Ne? Weil der macht ja gar keinen Schaden. Lieber draufschlagen. Lieber betäuben und. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das wäre das Game die ganze Zeit auf diesem Level von dem Finale. Junge, Junge, Junge. Heilige Scheiße, wäre das krass. Ja, das Kettenschwert macht am meisten schon, ey. Liberator, schütze uns. Ja, jetzt nicht schießen, draufschlagen. Das macht einfach mehr Sinn. Ich habe lange gewartet, um Kalga noch einmal gegenüber zu stellen. Vor 2 Jahrhunderten warf er mich in den Mord, um mich dem Zorn des Sehens auszusetzen. Klärt um diese Schmach, in die ich schwörte. Seine erbärmlichen Ultramarines eines Tages auszulöschen. Welche wunderbare Fügung, dass er von dir, Titus, seinem geschätztesten Krieger, zu mir gebracht wurde. Ist das so? Wie wenig Schaden das macht, ja. Was? Warum habe ich denn keinen Schaden jetzt gemacht? Angeblich. Jungs, ich gehe gleich down wahrscheinlich. Gut. Junge. Ich sehe. Wir sind umzingelt. Wir sind zu viele, ihr könnt, Brüder. Das sind nur Täuschungen. Tricks. Aufgepasst! Die Moral wird schwächer! Den letzten Kampf in den Tegnung! Was ist das? Gleich eine Falle! Bleibt wachsam!
Alter, Kalga. Könnte auch der echte sein. Los, Kalga! Was habe ich zu Ihnen auf Thalassa gesagt? Mein Lord! Unsere Waffen können nichts gegen den Hexer ausrichten. Regeln dürfen niemals über Intelligenz stehen. Titus, schön Sie zu sehen. Die Macht Ihres Hexers schwindet. Er ist verwundbar. Und mit ihm fällt auch die Stärke seines Reiches. Es gibt nur noch einen Ort, an dem er sein könnte. Zerren wir den Heretiker aus seinem Versteck. Ist Titus wirklich sein Lieblings-Soldat? Er bereitet Soldaten seinen nächsten Angriff vor. Das Artefakt, das muss es sein. Alter Schwede. Krass, Junge. Mann, lass mich doch mal aufstehen, wenn ich das. Ein Schwein. Vorbei. Gute Arbeit. Bruder! Steh auf, Titus. Deine Pflicht ist noch lange nicht vorbei. Für den Imperator! Für den Imperator! Feuer! Ja!
Leutnant Demetrian Titus. Ihr entschlossenes Handeln hat dieses System gerettet. Und es macht mich immens stolz, Sie ehren zu dürfen mit dem Symbol, das Ihnen gebührt. Dem Siegeslorbeer. Alle Krieger des Adeptus Astartes sollen sehen, dass sie einen wahren Sohn Gillimans vor sich haben. Zum Ruhme Ultramars! Mut und Ehre! Sie dürfen wegtreten. Ich bitte um Vergebung. Ich hätte sie gern eher heimgebracht. Mein Lord, das... Ich war außer mir, als ich von ihrer Festnahme erfuhr. Die Inquisition war so blind vor Arroganz, dass sie die Wahrheit nicht erkannte. Gegen eine Hingabe wie die ihre hat das Böse nicht den Hauch einer Chance. Danke, mein Lord. Es gibt eine Mission. Sie werden die zweite Kompanie für eine Weile verlassen. Zu Befehl, Ordensmeister. Der Ordenspriester weist sie ein. Er war es auch, der sie vorgeschlagen hat. Mein Lord, die Schwert von Kaff ist zum Abflug bereit. Danke, Captain. Mein Schiff wird sie sicher ans Ziel bringen. Ich freue mich auf ihre Gesellschaft. Titus, es war mir eine große Ehre. Ebenso, mein Captain. Wie ich höre, werden sie uns verlassen. Aber nicht allzu lange, hoffe ich. Der Imperator leite sie. Sie auch, Sir. Brüder, ich werde anderswo gebraucht. Ein schmerzlicher Verlust. Ich werde unsere Zeit auf dem Schlachtfeld nie vergessen. Wir auch nicht. Ich bin euch etwas schuldig. Dank euch glaube ich wieder an die Bruderschaft. Wir erwarten eure Rückkehr. Mut und Ehre. Mut und Ehre. Titus, Lord Kalga hat Ihnen von der Mission erzählt. Gut. Ich weise Sie unterwegs ein. Sie kommen auch mit? Genau. Verstanden, mein Lord. Gute Arbeit bis hier. Ihre Brüder vertrauen Ihnen. Ebenso wie der Ordensmeister. Aber vergessen Sie nicht. Ein Funke Argwohn bleibt immer bestehen. Ich behalte Sie im Auge. Und wenn Sie sich auch nur einen Fehltritt erlauben, zeige ich keine Gnade. Leandros. Mein Lord, wir müssen hier weg. Okay, ich werde dich beobachten. Besiege den Herrscher des Wandels und triff jemanden aus der Vergangenheit. Heiliger Bimmer. Heiliger Bimmer. Was ein Finale, Mann. Was ein Finale. Okay, es gibt keinen Frieden. Setze deinen Kampf fort. Titus' Geschichte ist zu Ende, aber die Schlacht hat gerade erst begonnen. Setze den Kampf in einem der anderen Spielmodi fort. Führe im Spielmodus Einsätze mit einem Kampftrupp Missionen aus, wähle Verbesserungen deiner Kriegsausrüstung und passe dein Aussehen an.
Besiege, ewiger Kreis, besiege deine Feinde im Spielmodus ewiger Krieg. Ja, PvP, nee, hab ich nicht so Bock, ehrlich gesagt. Wechsel den Spielmodus. Na, könnte man, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, machen. Ansonsten, mir hat's mega Spaß gemacht. Also, mir hat's echt Spaß gemacht, klar. Also, spielerisch ist da auf jeden Fall Luft nach oben noch. Abwechslungsmäßig ist da Luft nach oben. Auf jeden Fall, technisch gesehen, ist da Luft nach oben. 100%, 100%. Aber es hat mir persönlich trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Auch, dass ihr so am Start gewesen seid. Wie gesagt, euch beteiligt habt, Fragen beantwortet habt und so weiter. Vielen Dank dafür, hat richtig Bock gemacht. Ja, danke auch, dass ihr treu geblieben seid dem Projekt, dem Kanal, mir und mit mir das verfolgt habt, genossen habt. Wie gesagt, lasst mich das gerne nochmal wissen, was zum einen euer Lieblingsgame ist im Warhammer-Universum, wie ihr das Spiel fandet und natürlich, ob ihr Bock habt auf den anderen Spielmodus. Ja, ey, gerade das Finale, was da abgeliefert wurde, optisch, auch mit den fetten Cutscenes, die haben sie sich wirklich für den Schluss aufgehoben. Die sind natürlich immer sehr teuer zu machen, diese krassen CGI-Cutscenes. Aber wenn sie die dann rausfeuern, sehen sie halt auch unnormal geil aus. Ja, Finale ist wirklich übelst geil gewesen. Ja, ansonsten kann ich sie nochmal wiederholen. Ich hätte mir halt gerne gewünscht, auch wie im Vorgänger, einfach ein bisschen mehr Erklärung. Es muss ja nicht so ein riesiger Aufwand sein. Wie gesagt, einfach so Wikipedia oder Warhammerpedia-Artikel kopieren. Dann wird ein Schlagwort gesagt wie Primarchen. Dann kannst du klicken, okay, was ist das? Okay, ich lese kurz an, okay, fertig, weiter geht's. Das würde einfach so viel helfen, neue Leute auch besser noch abzuholen, weil das sollte ja auch eigentlich auch der Plan sein, ne? Fände ich auf jeden Fall ganz cool. Naja, gut, also, ich hatte richtig Spaß, danke nochmal, jetzt drehe ich mich nur wieder im Kreis, deswegen verabschiede ich mich, wir hören uns so oder so an anderen Videos, vielleicht auch nochmal in Warhammer. Und ja, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und haut rein.